Eine onkologische Rehabilitationsmaßnahme wird entweder als Anschlussheilbehandlung innerhalb von 2 Wochen nach dem Krankenhausaufenthalt, nach der Primärtherapie des Tumors durchgeführt oder im weiteren Verlauf der Nachsorge oder auch der Erkrankung. Ziel ist es immer, den Menschen ganzheitlich zu behandeln. Das heißt, einmal die körperliche Fitness wiederherzustellen, Funktionsstörungen zu verbessern, wie zum Beispiel Koordinationsstörungen oder Merkfähigkeitsstörungen zu verbessern, aber auch den Menschen wieder in die Teilhabe zurückzubringen. Das kann die Teilhabe am Berufsleben sein, das kann aber auch die Teilhabe am sozialen Leben sein. Also auch das Soziale spielt eine Rolle und natürlich spielt die psychische Komponente eine ganz große Rolle, weil viele Patienten sind gerade psychologisch ja nach einer Tumorerkrankung doch sehr belastet und auch da wollen wir eben auf dem Weg zurück ins Leben helfen.